willkommen zu einem neuen Update. Ich bin im dritten Trimester meiner Schwangerschaft und dachte, heute mache ich mal wieder ein kurzes, knackiges, hoffentlich Update, auch wenn ich jedes Mal 300 Jahre spreche. Ich bin jetzt doch schon so weit, dass ich das Baby auf jeden Fall total spüre. Und das einfach wirklich langsam schwierig wird, so körperlich. Aber das muss man irgendwie erstmal kapieren, weil das so ganz, ganz langsam passiert und man denkt, ach naja, ich komme noch hier hin und dahin, kann auch das machen und das. Und dann irgendwann sieht man seine Füße nicht mehr, die sehe ich schon länger nicht mehr. Oder ich komme schlecht irgendwie tatsächlich so auf den Boden oder teilweise bei manchen Schuhen wird es ein bisschen schwierig. Deswegen liebe ich momentan alles, wo ich einfach nur reinschlüpfen kann. Kann ich euch sehr empfehlen. Gerade Flipflops jetzt irgendwie auch, wenn es wärmer wird, ist halt einfach praktisch. Sowas halt, ne? Irgendwie, dass ich da öfter mal nachfragen muss oder nicht nachfragen, sondern um Hilfe bitte und frage, ob man mir da vielleicht helfen kann. Gerade irgendwie, wenn Sachen auf den Boden fallen oder, weiß ich nicht, sowas wie Schnürsenkel gehen auf. Oh mein Gott, also das ist wirklich worst nightmare. Dann habe ich jetzt gemerkt, dass ich alle 2 Sekunden auf Toilette muss. Ich war auch bei der Frauenärztin und hatte das gesagt. Dann meinte sie so, oh, okay. Und ich dachte, das ist normal und ist es auch, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie so reagiert mit, oh, okay, lassen Sie uns noch mal untersuchen. Und das auch, das ist irgendwas sehr, sehr doll irgendwie nach unten so, also unten zieht und ich einfach merke, irgendwas ist so, also ganz großer Druck drauf irgendwie und dass ich auch wirklich mittlerweile nur noch so watsche und größere Entfernungen für mich einfach schwierig sind zu meistern. Und dass ich, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Spaziergang machen, dass ich auf jeden Fall darauf achten muss, dass es da irgendwo was gibt, wo ich mich hinsetzen kann. So alle, weiß ich nicht, 10 Minuten oder so, dass ich mich kurz hinsetze und dann wieder laufe. Dass ich ja das nicht zu sehr strapaziere, das merke ich einfach gerade total. Und ich meinte ja schon bei allen Videos und allen Sequenzen immer, dass ich das toll finde, dass der Körper einem da auch so Signale gibt und dass man da einfach intuitiv sein muss und ein bisschen auf seinen Körper hören sollte. Dass ich einfach merke, okay, ich kann jetzt halt nicht am Stück 10.000 Schritte gehen. Also ich merke einfach, dass das halt unten da beim Beckenbereich einfach so ein bisschen weicher wird und nicht mehr so stützend ist. Aber ich habe nach wie vor auf Holzklopf keine Rückenschmerzen. Ich hatte ja eher am Anfang sogar diese Schmerzen beim Steißbein. Erst hatte ich sie, habe ich mir letztens nochmal angeguckt, rechts. Dann war es wirklich so mittig, also über dem Steißbein direkt oder dann wirklich so komplett von links, Mitte bis nach rechts. Und das habe ich jetzt gar nicht mehr. Und auch so beim Rücken keine Schmerzen, was ich krass finde, weil ich eigentlich ohne Bauch immer mit Rückenschmerzen zu tun hatte. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich gerade im zweiten Trimester fast die ganze Zeit, 5 Tage die Woche, irgendwie eine Art von Training gemacht habe. Also sei es irgendwie 5 bis 15 Minuten, bisschen Yoga, Pilates, Schwangerschaftsstretching und so oder irgendwie eine Art von Krafttraining, aber mit dem Körpergewicht quasi, irgendwie sowas, dass ich das gut irgendwie gefestigt habe vielleicht oder so. Ich muss euch aber ganz ehrlich sagen, ich habe es jetzt im dritten Trimester irgendwie nicht geschafft, das wieder aufzunehmen. Irgendwie merke ich auch, dass ich länger schlafen möchte und viele Nächte habe, wo ich wirklich nachts wach werde, so nach 2-3 Stunden Schlaf und dann auch wieder schwer in Schlaf finde und dementsprechend dann ein bisschen länger schlafe und dann auch nicht so gut aus den Federn komme, merke, dass ich wirklich so einfach so ein bisschen fertig bin, morgens schon, oh Gott. Dann kamen die ersten Sachen fürs Baby an und wir waren auch jetzt letzte Woche in der Drogerie und haben so ein paar Sachen gekauft. Eine Sache, ihr wisst ja, bevor ich schwanger war, habe ich schon allen meinen Freundinnen nur Sachen gekauft mit Reißverschlüssen, weil ich in jedem Video immer gesehen habe, dass alle meinten, oh mein Gott, kauf bitte nur Sachen mit Reißverschlüssen und nicht mit 5 Millionen Knöpfen. Die sind zwar süß, aber es geht halt einfach schneller so. Und dann wollte ich auch eigentlich unbedingt, dass wir zumindest mal versuchen, das Baby zu
Pucken. Das ist ja quasi, wenn das Kind so dieses Gefühl hat wie im Bauch, wenn es richtig kuschelig ist und schön eng und man jetzt nicht so einfach im Bett rumliegt und sich drehen kann, weil davon wachen Kinder auf oder werden unruhig oder auch schneller kalt, so ist es ein bisschen kuscheliger. Und man kann einfach mit ganz großen Tüchern selber pucken. Oder aber, dann gibt es Varianten mit Knöpfen, mit Klettverschlüssen oder auch mit Reißverschluss. Und das habe ich euch jetzt hier mal rausgekramt. Das habe ich nämlich schon gewaschen. Das ist von Happiest Baby. Und wenn man zum Beispiel dann nachts das Kind also gucken möchte, ob es gewickelt werden muss, dann gibt es auch unten nochmal einen Reißverschluss. Und dann kann man auch nur das aufmachen, muss nicht das ganze Kind entblößen quasi und kann dann das nur aufmachen und wickeln und dann wieder zumachen. Und dann war meine Mama zu Besuch und das fand ich total schön, weil wir haben uns schon ganz lange nicht mehr gesehen und dann hat sie auch den Bauch gesehen und wir haben ein kleines Shooting gemacht mit dem kleinen Mäuschen hier und das war richtig schön und sie hat mir ganz, ganz viele Sachen mitgebracht. Von noch meinen Geschwistern, mir und sogar ihr. Ich glaube sogar teilweise sogar von ihrer Mutter. Also wirklich ganz viele Babysachen, die schon ganz, ganz alt sind. Aber wisst ihr was? Die Sachen von meinen Geschwistern, also quasi die neuesten, das waren die, wo oft irgendwie was kaputt gegangen ist. Und die von ihr, die schon ein bisschen älter sind, die waren von der Qualität immer noch richtig gut. Sie hat mir auf jeden Fall ein paar hiervon mitgebracht. Das sind Tragetücher. Sie war begeistert von der Marke Didymos. Das ist aus so einem ganz festen, so eine Art Leinstoff oder so, würde ich sagen. Also sie meinte, im Sommer ist das mega, mega schön. Aber auch so ist halt auch nicht so super schwer. Das ist jetzt eher so eine kürzere Variante, die man dann benutzen kann, einfach so quer quasi umgelegt, auch so zum Stillen ganz schön. Und dann habe ich noch eine längere Version, die man wirklich mehr wickeln kann, dass das Kind quasi so von vorne oder auch von hinten getragen werden kann. Ich habe mir jetzt aber auch noch eine Variante bestellt aus Jersey. Die ist so ein bisschen stretchiger und die ist halt noch leichter. Die haben viele empfohlen, weil man die quasi wie so eine Art Top tragen kann, was ich eigentlich auch ganz cool finde. Ansonsten trage ich meine Ringe nicht mehr. Ich habe, glaube ich, letzte Woche oder so gemerkt, dass das richtig wehgetan hat und dann musste ich mich davon verabschieden. Ich habe überlegt, ob ich mir irgendwie eine Kette hole, also eine von meinen Ketten benutze und die Ringe da dran mache, aber irgendwie habe ich da nicht so ein gutes Gefühl dabei gehabt. Deswegen, ja, habe ich sie jetzt erstmal abgenommen, aber das dazu. Und dann zeige ich euch nochmal mein Bäuschlein. So, von vorne und von der Seite. Genau, so sieht es jetzt aus. Und übrigens bin ich jetzt auch im Club von denen, die, ich bin wieder auf meinem Gymnastikball, im Club von denen, die jetzt diese engen Midi-Kleider tragen, die ich vor der Schwangerschaft nie getragen habe. Aber es ist wirklich irgendwie ein schönes Gefühl, weil es manchmal möchte man etwas, was einen so ein bisschen mehr hält als so ein Ganz. Also das ist zum Beispiel auch ein Kleid, was ich quasi drüber einfach werfe, als Art Jacke, Mantel, Kaftan. Und manchmal möchte man nicht so was ganz Weites, sondern was, was einen so leicht stützt. Hallo, da bin ich wieder. Und zwar zum letzten Update vom dritten Trimester. Am Anfang habe ich noch so viel gedreht und dann habe ich es irgendwie total vergessen. Es ist auch wirklich, also am Anfang ist wirklich die Zeit in Zeitlupe gelaufen und je weiter die Schwangerschaft war, desto schneller ist irgendwie alles vergangen. Aber und meine Schwangerschaftsdemenz ist auch wesentlich schlimmer geworden, deswegen kann ich mich auch an gefühlt nichts mehr erinnern. Aber ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, die jetzt im dritten Trimester auch passiert sind. Und dann wollte ich euch noch so ein paar Sachen zeigen, weil die letzten Tage einige Sachen ankamen. Also das erste ist, dass es verdammt warm geworden ist. Und ich muss sagen, ich bin ja ein totaler Wärme, Hitze, Sommermensch. Ich liebe dieses Wetter. Ich finde es einfach total schön. Aber schwanger in der Hitze zu sein, wow, also ich konnte das gar nicht aushalten. Ich war einfach wie so eine Qualle. Ich hatte so krasse Wassereinlagerungen und das habe ich ehrlich gesagt nie. Meine Mutter meinte, dass sie das
auch so hat, also auch ohne schwanger zu sein, aber in der Schwangerschaft es noch doller war. Ich habe das wirklich nie. Das war so krass. Meine Füße waren so angeschwollen, die sahen aus wie so Brötchen oder so. Und die waren nicht nur von oben angeschwollen, sondern auch von unten. Das heißt, es hat sich angefühlt, als würde man auf Watte oder so laufen. Und mir war einfach so heiß und ich habe einfach gar nichts gemacht. Ich hab mich einfach nur hingelegt und mich drinnen aufgehalten und versucht, irgendwie das durchzustehen. Also draußen zu sein kam für mich in den sehr, sehr heißen Tagen wirklich gar nicht in Frage. Genau, also Wassereinlagerung, was dagegen hilft, Füße hochlegen. Dann gibt es auch so Kompressionsstrümpfe oder Strumpfhosen. Habe ich aber nicht benutzt, weil das halt bei mir wirklich immer nur so ein paar Tage war, wo es wirklich richtig heiß war. Heute zum Beispiel sind 17 Grad, da sind sie ein bisschen angeschwollen, aber nur, sage ich mal, optisch. Also ich merke das nicht beim Laufen oder so. Ansonsten habe ich, ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal gequatscht haben, aber es war so, die Maus ist nicht mehr so richtig viel gewachsen. Also es gab so einen gewissen Punkt, da war das immer ganz normal quasi, also völlig im Durchschnitt. Und dann irgendwann gab es so einen Punkt, da ist sie nicht mehr gewachsen. Und da hatte meine Frauenärztin dann so ein bisschen Bedenken und hat uns nochmal zum Feindiagnostiker geschickt. Ehrlich gesagt hatte ich keine Bedenken, weil ich bin selber auch ein sehr zierlicher Mensch und ich war auch sehr klein und zierlich, als ich geboren wurde, meine Mutter auch. Und deswegen habe ich es mir eigentlich gar nicht anders gedacht, aber sie meinte, wir gehen auf Nummer sicher. Und der Feindiagnostiker hat sich halt alles angeguckt, wie das Blut quasi durch die Nabelschnur verläuft und die Organe und so weiter, meinte, da ist alles in Ordnung. Aber wenn man sich jetzt quasi nur die Größe anguckt, ja, dann ist sie nicht wirklich gewachsen. Und dann meinte er, wir waren dann zweimal nochmal bei ihm, meinte er, hat sich nichts verändert, aber es ist in Ordnung so, es ist einfach ein zartes Kind und wichtig ist halt, dass wir das auf dem Krankenhaus dann sagen, weil die wohl auch öfter mal in Panik geraten und dann denken, oh mein Gott, das Kind ist nicht gewachsen, wir müssen es sofort rausholen und dann auch mal einleiten können und dass das aber nicht nötig wäre. Und dann, ich glaube, eine Woche später habe ich so, während dieser Woche habe ich schon gemerkt, irgendwas ist wieder anders. Man spürt das einfach irgendwie. Und dann habe ich auch so Risse im Bauch plötzlich bekommen. Also so diese, sind das Dehnungsstreifen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall so, bei mir waren es wie so lila eingefärbte Punkte oder so. Es sah aus wie so Besenreißer oder so. So lila, bläulich, rötliche Punkte auf dem Bauch. Und dann war ich bei der Frauenärztin normal und habe ihr das gesagt. Und dann meinte sie so, okay, wir gucken mal. Und dann meinte sie, wow, okay. Also das ist ein typischer Fall von Wachstumsschub. Sie hat sich einfach um ein Viertel ihres Gewichtes vergrößert, beziehungsweise hat ein Viertel zugelegt quasi. Und das innerhalb von einer Woche. Also sie hatte wirklich so einen richtigen Schub. Und das war halt für den Körper, der das halt gewohnt ist, dass alles so slowly, slowly passiert. Der war das halt einfach nicht gewohnt und dann ist das so ein bisschen gerissen. Und dann meinte sie, ja super, das heißt, es geht doch wieder irgendwie richtig nach oben, noch besser. Aber seitdem muss ich sagen, also wirklich just mit diesem Tag, wo ich das gemerkt habe, so okay, diese Risse kommen, hat sie sich auch einfach viel schwerer angefühlt und so krass wieder gedrückt vorne. Unten quasi so auf den Bereich über dem Schambein und hinten in der Mitte beim Ischias. Und das hatte ich davor eine Zeit lang gar nicht mehr und dachte, ah ja, voll gut. Und jetzt habe ich das aber so doll, dass ich dann wirklich auch nur noch wenig laufen kann, beziehungsweise wenn ich eine Weile gelaufen bin, das richtig wehtut. Und das habe ich dann auch meiner Frauenärztin erzählt. Und daraufhin hat sie mir dann das hier verschrieben. Und zwar sieht das aus wie so ein, ich will nichts dazu sagen, aber es sieht so ein bisschen dubios aus, finde ich. Aber das nennt sich Gravibody. Das ist eben eine Art Stützgurt, aber nicht diese, die einfach nur unterm Bauch sitzen, weil meine Frauenärztin meinte, es kommt natürlich darauf an, was man genau hat,
Aber sie meinte, bei mir wird es nicht wirklich viel machen. Ich brauche etwas, was wirklich zieht. Also was von oben den Bauch hochzieht, dass der gestützt ist. Wenn es nur von unten ist, macht das einfach bei mir dann nicht viel. Da könnt ihr aber mal nachfragen, ob das eure Krankenkasse bezahlt. Ansonsten habe ich das gestern benutzt, da waren wir relativ lange unterwegs, weil wir nach Ventilatoren und Klimageräten gesucht haben und das schier unmöglich war. Und da hatte ich diesen Gurt um. Und ich muss sagen, während ich ihn anhatte, habe ich rumgequengelt und Pablo gesagt, das bringt gar nichts und voll blöd, voll verschwendetes Geld. Und dann bin ich nach Hause, habe den Gurt abgenommen und es war so ein anderes Gefühl. Dann eine richtig krasse Sache, oh mein Gott, seit einer Woche oder so kann ich richtig schlecht sehen. Ich bin eigentlich weitsichtig und unser Esstisch ist relativ weit weg vom Fernseher. Und wir haben irgendwas lesen wollen. Ich glaube, irgendwie wir haben nach einem YouTube-Video geguckt oder so und dann habe ich so diese Titel versucht zu lesen. Ich konnte es nicht lesen. Richtig krass. Und eigentlich ist es für mich ganz scharf. Kann ich mir nicht anders erklären, als dass das mit der Schwangerschaft zu tun hat. Aber das fand ich richtig krass. Und dann noch eine Sache. Und zwar finde ich, ist halt super wichtig, auch über solche Sachen zu reden, wenn man sich denkt, oh mein Gott, ist das normal? Ist das unnormal? Und zwar, dass das im Intimbereich manchmal sich einfach unangenehm anfühlen kann oder sogar brennen. Und da habe ich dann auch sofort mit meiner Frauenärztin und meiner Hebamme Rücksprache gehalten. Und die meinten beide, man soll umsteigen auf so Baumwollunterwäsche, also nicht so Polyester oder so, dass das ein bisschen milder ist, sage ich mal, und nicht so reizend. Und dann, also ich meine generell ist es ja so, dass der Körper versucht, das Baby zu schützen und alles Mögliche versucht, damit das Kind geschützt bleibt. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass halt auch Sachen in den Schlüppi geraten. Und dementsprechend werdet ihr vielleicht auch sowieso Slip-Einlagen oder ähnliches tragen. Und da hatte ich aber welche gefunden, die mit Milchsäure versetzt sind. Und meine Hebamme meinte nämlich, wenn man diese Probleme hat, dass das irgendwie brennt oder was auch immer, also natürlich auch abgesprochen mit der Ärztin, es sollte natürlich nichts anderes sein, aber wenn es quasi nur einfach harmlos ist, dass man da mit Milchsäure Abhilfe schaffen kann. Und da gibt es extra auch im Internet oder auch bei der Drogerie oder so, gibt es so Mittelchen, die man da benutzen kann. Aber ich hatte eben auch Slip-Einlagen gefunden mit Milchsäure, die eben dann besonders schonend sein sollen. Genau, das wollte ich euch nur sagen. Ist jetzt aber kein Expertentipp. Ich sage nur das, was ich da gefunden habe und was für mich funktioniert hat. Ist nämlich wirklich ein bisschen besser geworden dadurch. Einmal war Thalisa hier und hat für die kleine Maus, ist zwar noch super groß, aber dieses süße Klein mitgebracht. Oh, das ist so süß. Ist das süßeste Kleid. Das ist vor allem ganz kuschelig. Ich würde es am liebsten auch in groß haben. It's too much. Das ist von der Marke Play Up. Dann habe ich heute meine Bestellung bekommen von Mingo und von Smallable und dachte, ich zeige euch mal kurz ein paar Sachen. Einmal, wie hübsch ist die Tüte? Das kam hier so in der Tüte drin. Einmal das hier, dieses Wickeloberteil in Musselin und dazugehörig so eine gerippte Leggings. Und was ich auch ganz cool fand, einfach komplett in schwarz. Fand ich auch so, habe ich nicht so oft gesehen. Und die sind halt ultra weich, die Sachen. Meine Smallable-Bestellung. Oh, da fällt mir ein, das habe ich hier gerade reingeschmissen. Diese Socken hier sollen die besten Socken sein. Das sind von Tommy Hilfiger, diese Newborn-Socken. Die kommen in so einem Dreierpack. Und die sollen super sein, weil die nicht rutschen sollen. Als erstes, ich habe ein paar Leggings noch, also so Unterteile gebraucht. Ich habe ganz viele Bodies und so, aber nicht so viele Unterteile. Und das ist jetzt von Bobo Choses. Ich liebe diese Marke. Und zwar ist das so eine Leggings in so einem Mauve-Ton mit Äpfeln drauf. Ich finde, das sieht so süß aus. Zum Beispiel auch mit dem schwarzen Body. Von einer meiner Lieblingsmarken, Mini Rodini, habe ich so eine Leggings mitgenommen, weil ich einfach dieses Muster vergöttere. Ich finde, das sieht so happy aus. Oh Gott, ich glaube, jetzt kommt mein Lieblingsteil. Als ich das gesehen habe, bin ich ausgeflippt und habe ich das Pablo gezeigt und er so, das ist nicht dein Ernst. Ich so, doch. Wie süß ist bitte diese Hose? Die ist von Stella McCartney Kids.
Und also das ist ja wohl der absolute Hammer. Von hinten auch. Und dazu passend, haltet euch fest. Oh mein Gott, dieser Cardigan. Wie kann etwas so süß aussehen? Ich habe das extra auch größer genommen, damit ihr das auch lange passt. Diese süße Mütze, wie süß ist die bitte? In weiß mit roten Herzchen drauf. Die war von Carrément Beau. Noch eine Leggings, und zwar auch wieder von Bobo Choses. Ich finde halt, die haben die coolsten Leggings ever. Und die Qualität, habe ich mir auch sagen lassen, ist richtig gut. Dann habe ich mir sagen lassen, dass es einige Kinder gibt, die wohl auch ziemlich sabbern können. Oder irgendwann fangen sie auch an zu zahnen, dass dann einfach viel Speichel einfach ja austritt und auf den Klamotten landet. Und deswegen ist es wohl ganz gut, wenn man sich ein bisschen ausstattet mit so kleinen Lätzchen. Die sind jetzt von F. Bell B. Bandana Bips und das ist so ein Dreierpack. Und die haben auch hier wie so, wie von einem Waschlappen oder so. Also ich habe das Gefühl, die könnten vielleicht mehr aufsaugen. Also Babys brauchen ja dann keine Schuhe oder so, ne? Aber, oh Gott, diese kleinen Schüchen oder Söckchen oder wie auch immer man das nennen möchte, die sind einfach, das ist einfach zu viel. Die sind aus Kaschmir und die sind ultra weich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und dann noch das letzte Teil, das hatte ich bei einer Bekannten gesehen und ich fand es einfach so süß. Und zwar wurde uns im Geburtsvorbereitungskurs gesagt, wenn ihr irgendwie ein Kuscheltier oder ein Schmusetuch oder sowas habt, wascht das und nehmt das mal mit in euer Bett die letzte Zeit. Und dass dann, wenn ihr im Krankenhaus seid, ihr das dem Baby auch in die Nähe gebt, dass das Baby damit quasi auch schon so ein bisschen Mama und Papa verbindet, weil es einfach danach riecht. Und eine Bekannte hatte eben genau dieses Schnuffeltuch und ich fand es einfach so süß. Und zwar, also erstens kommt es hier in einer wunderschönen Verpackung. Ist von Tartine et Chocolat und dieser kleine Schnuffelhase und da ist eben noch so ein Tuch dran. Das ist ultra weich und die gibt es also mit verschiedenen Tierchen, mit Elefanten und mit einem Igel. Wir sind jetzt hier mit dem Zimmer auch so weit durch. Also ihr steht gerade auf der Wickelkommode, ich sitze auf dem Schaukelstuhl, da steht das Bett. Wir haben hier einen Teppich ausgelegt und eine Krabbeldecke. Die Windeln sind eingeräumt. Heute kamen auch so Organizer für die Wickelkommode, dass die Sachen so ein bisschen geordneter sind und so. Die Krankenhaustasche muss ich jetzt noch packen. Ja, und dann kann es losgehen. Ich zeige euch noch mal kurz meinen Bauch. So sieht der Bauch jetzt aus. Ich weiß nicht, ob der jetzt groß oder klein aussieht, aber ja, der ist auf jeden Fall nochmal richtig runtergegangen und ziemlich groß, wie gesagt. Also das drückt auf jeden Fall schon ordentlich nach unten, sowohl vorne als auch hinten. Aber da ist die kleine Maus drin. Ja, und dann würde ich sagen, ich verabschiede mich. Oh mein Gott, das ist so krass irgendwie. Aber ja, das dritte Trimester ist vorbei. Ich bin ja, einfach unglaublich dankbar, dass ich diese Erfahrung machen konnte und dass mir dieses Lebewesen geschenkt wurde und dass ich Mama sein darf und dass diese Schwangerschaft auch ohne Komplikationen verlief. Wirklich, also auf Holzklopf, es ist nicht selbstverständlich und ich bin einfach unglaublich dankbar für alles. Genau. Also, bis zum nächsten Mal.